Wenn wir unsere Arbeit, wenn wir unseren Job richtig gut erledigen wollen, wenn uns das, was wir arbeiten, wirklich wichtig ist und am Herzen liegt, dann gibt es eine Eigenschaft, die von höchster Wichtigkeit ist. Ohne diese eine Eigenschaft werden wir unsere Arbeit niemals effektiv erledigen können und wir werden auch keine Freude, keine Zufriedenheit bei der Ausübung unserer Arbeit verspüren. Und es ist auch so, dass die Effekte und die Wirkung, der Impact unserer Arbeit dann einfach verpufft. Und welchen Zweck hat es dann überhaupt, diese Arbeit zu verrichten, wenn uns diese Arbeit nicht zu unserem Gesamtwohlergehen hinzufügt? Und damit meine ich nicht nur materielles Wohlergehen, sondern ein gesamtheitliches Wohlergehen, was über das Materielle hinausgeht. Wenn es noch nicht mal zu unserem Wohlergehen beitragen kann. Ich will gar nicht sprechen von Menschen, die durch unsere Arbeit berührt werden, wie Kollegen oder Kunden. Was hat es dann für einen Sinn, diese Arbeit zu tun? Was diese eine Eigenschaft ist, werde ich gleich nach dem Intro aufklären. Bleib also gerne dran. Für alle, die neu auf meinem Kanal sind und mich noch nicht kennen, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Alex und auf diesem Kanal behandle ich Themen rund um berufliche Veränderung und wenn du auf der Suche nach dem Mehr in deinem Leben bist. Bei den Themen, die ich aussuche, habe ich stets den kreativen Unternehmergeist im Sinn. Wenn dir solche Videos gefallen, dann würde ich mich über ein Abo und einen Daumen hoch freuen. Diese eine Eigenschaft, über die ich heute reden möchte, ist die Bereitschaft oder auch die Bereitwilligkeit. Und das hat auch sehr viel mit geistiger Flexibilität zu tun. Und was genau, darauf gehe ich im Anschluss ein. In der Regel arbeiten wir ja in einem Unternehmen, einer Institution, einer Behörde oder einer Praxis. Und dort gibt es zwei verschiedene Arten von Arbeit, die wir verrichten. Auf der einen Seite gibt es die Facharbeit, die wir in der Regel alleine und selbstständig erledigen. Wenn wir zum Beispiel Steuerberater sind, dann machen wir die Steuererklärung für eine andere Privatperson oder ein anderes Unternehmen. Wenn wir ein Handwerker sind, dann üben wir die handwerkliche Tätigkeit aus, für die wir ausgebildet wurden. Wir legen vielleicht einen Ziegelstein in einer Mauer oder vielleicht einen Dachziegel oder wir verlegen eine Elektroleitung oder wir sind Krankenschwester, dann nehmen wir bei einem Patienten vielleicht Blut ab oder versorgen gerade eine Wunde. Das sind die Fachtätigkeiten, für die die allermeisten Menschen angestellt wurden. Und auf der anderen Seite gibt es einen Teil der Arbeit, wo man das Ergebnis seiner eigenen Arbeit mit dem Ergebnis der Arbeit von anderen Menschen zusammenführt. Das heißt, es entsteht eine Möglichkeit der Kooperation, wo aus vielen Einzelteilen ein großes Gesamtteil entsteht. Und genau dieser Teil der Arbeit, wo man die Gelegenheit hat, auf andere Menschen zu treffen und seine Arbeit mit der Arbeit anderer Menschen zusammenzuführen, sich quasi aneinander zu reiben. Genau dieser Teil der Arbeit wird meistens sehr grob unterschätzt. Denn das ist in der Regel der Ort, wo die wahre Arbeit passiert. Denn das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Wenn wir 10 Teilarbeiten zusammenführen, dann ist der Gesamtwert dieser Arbeit nicht das Zehnfache einer Einzelarbeit, sondern das Hundertfache oder gar das Tausendfache. Und genau gegen diesen Prozess der Zusammenarbeit, gegen diesen Prozess der Vermischung, sträuben sich viele Menschen. Sie unterschätzen den Wert dieser Zusammenarbeit, in diesem Fall mit einem Bindestrich dazwischen, Zusammen-Arbeit. Sie unterschätzen ihn und glauben, dass sie lediglich für die Erledigung ihrer Fachaufgaben in diesem Unternehmen, der Institution, Praxis oder was auch immer sind, dass sie nur dafür bezahlt werden und dass alles andere sie nichts angeht. Oft wird ja auch im Corporate-Umfeld darüber geunkt, dass das Wort Team in Teamarbeit ein Akronym ist und bedeutet, toll, ein anderer macht's. Aber in der heutigen komplexen Welt und mit jedem Tag immer komplexer werdenden Welt kann man wirklich große Dinge nur noch gemeinsam erreichen, indem man eben viele Arbeiten zusammenführt auf eine intelligente, gute Art und Weise. Das heißt, dass dieser Begegnungsraum im Arbeitsumfeld normalerweise ein Raum der Möglichkeit ist, wo man auch die Möglichkeit hat, den Wert seiner eigenen Arbeit, den Impact, die Wirkung seiner eigenen Arbeit um ein Vielfaches zu steigern. Nur, dass dieser Begegnungsraum für die allermeisten Menschen der Problemraum ist. Wenn man diesen Begegnungsraum als Möglichkeit nutzen will, dann ist eine der vordergründigsten Eigenschaften, die man mitbringen muss, die der Bereitschaft, der Bereitwilligkeit. Man muss bereit sein und man muss willig sein, vielleicht seine eigene Arbeit zu ändern, seine eigene Arbeit anzupassen, sodass sie eben zusammengeführt werden kann, verschmelzen kann mit der Arbeit anderer Menschen und zu etwas Größerem werden kann.
Wenn man stur darauf beharrt, dass der eigene Teil der Arbeit unbedingt so bleiben muss, wie er ist, dass man ihn so starr wie ein Stein gemacht hat, dann wird das nichts mit dem Zusammenführen eines Puzzles zu einem großen Gesamtbild. Und hier kommt die geistige Flexibilität ins Spiel, die ich am Anfang des Videos erwähnt habe. Wann ist man wirklich bereitwillig? Wenn man flexibel ist. Und wann ist man am flexibelsten? Wenn man von sich aus wirklich glücklich ist, wenn man voller Freude ist. Wenn man voller Freude ist, dann ist man wirklich flexibel. Hast du das auch schon mal festgestellt, dass du an einem Tag, an dem du besonders glücklich und zufrieden bist, auch sehr flexibel bist? Es ist völlig egal, was dir an diesem Tag passiert, wer dir an diesem Tag begegnet und was derjenige von dir möchte. Du bist bereit, alles zu tun. Du bist bereit, sehr flexibel zu sein, dich zu bücken und zu beugen, zu verdrehen und zu twisten, egal auf welche Art und Weise. Du bist sogar bereit, der Fußabtreter für jemanden zu sein. Einfach, weil nichts dein Glück anfassen und berühren kann. Nichts kann dir etwas anhaben. Nichts und niemand kann deine Laune an diesem Tag verderben. Du bist total freudvoll und glücklich und bist bereit, alles zu tun, was getan werden muss. Aber wenn du an einem anderen Tag schon mit dem falschen Fuß aufgestanden bist, total mies gelaunt bist, total unglücklich und unzufrieden bist, hast du da schon mal festgestellt, was für Ansprüche du da an die Welt hast? Dann kann nichts und niemand es dir recht machen. Und die Erwartungen, die du an so einem Tag an andere Menschen hast, kann kein normaler Mensch erfüllen. Wenn du also an deinen Arbeitsplatz gehst, wo du viele Dinge machen musst, zusammen mit anderen Menschen, wird es unweigerlich so sein, dass man sich gegenseitig auf die Füße tritt. Es gibt keine andere Art und Weise, wie man wahre, echte Arbeit erledigen kann. Wenn jetzt aber glückliche, zufriedene und somit flexible und bereitwillige Menschen aufeinandertreffen, dann ist dieses Aufeinandertreffen eine großartige Chance, die Arbeit im großen Stile voranzubringen. Wenn dagegen unglückliche und elendige Menschen aufeinandertreffen, dann ist alles ein Problem. Ihre bloße Existenz ist dann schon ein Problem. Menschen sind unglücklich, weil sie absolut unflexibel sind, wenn sie unglücklich sind. Aber in dem Moment, wo sie glücklich sind, werden sie sehr, sehr flexibel und auch bereitwillig, alles zu tun, was getan werden muss, was erforderlich ist. Schreib mir doch gerne unten in die Kommentare, welche Erfahrungen du mit glücklichen und unglücklichen beziehungsweise mit flexiblen und unflexiblen Menschen in deinem Arbeitsumfeld gesammelt hast. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.